Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels. Ich begrüße euch zu einem neuen Pack-Opening. Ja, ich habe 500 Münzen wieder angespart. Die werden wir heute wieder ausgeben. Wir haben eine Menge noch zu holen in diesem Spiel. Es gibt noch so viel, was wir noch nicht besitzen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und kaufen uns direkt mal ein 15.000er Päckchen hier. Schauen, was wir da rauskriegen. Kleckser Kumpel für den... Was ist das? Das dürfte auf jeden Fall für einen Deadbeard sein oder für welchen? Ich glaube, das ist der Feuer-Deadbeard, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, weil diese Dingens hier sind, glaube ich, das lässt auf den Feuer-Deadbeard zu schließen. Naja, was haben wir hier noch gekriegt? Kopfschmuck der Alten. Für die Kakteen ein orientalischer Kopfschmuck, würde ich sagen. Sieht recht interessant aus. Gucken wir mal, ob es davon vielleicht mal ein Set oder sowas gibt. Was haben wir denn hier? Phantomime Silber. Für den kleinen Wicht haben wir gekriegt. Okay, nice, nice. Mr. Elektro. Einen Giftleuchtpilz und was haben wir hier? Holzgestell in Silber. Ja, perfekt, das wollte ich haben. Auf jeden Fall. Ich stehe auf Silbersachen, wenn ich die immer kriege, weil ich hätte ja lieber immer gerne die normalen Sachen erst, bevor ich irgendwas in Silber kriege, aber okay. Was haben wir hier? Türkis verchromt. Das sieht geil aus. Türkises Chrom sieht geil aus. Für den Landschaftsformer. Nice, nice. Was haben wir hier? Mundposition X. Ein zukunftsähnliches Mundstück für den Citron. Sieht ziemlich geil aus, wenn er mich fragt. Sehr nice. Ja, gut. Ob man das einbringen könnte, weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie ein Design vielleicht finde, was gut aussieht. Naja. Gut, weiter hier. Pelzpunk-Glotzer. Alles klar, Pelzpunk-Glotzer. Ja, ist jetzt nicht so Premium. Ich finde sowieso, die ganzen Sachen, eigentlich fast für den Citron, sehen irgendwie alle relativ seltsam aus. Naja, okay. Was haben wir? Angst, das ist ein Pilz mal 3, das ist sehr gut. Und die Zeitung für die Kakteen haben wir gekriegt. Das ist quasi so eine Zeitung, einfach in so einem Busch, den du dann an den Armen hast. Ne? Okay, cool. Und dann haben wir noch Raketenroboter. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kaufen weiter die 15.000er Päckchen, weil da kriegt man einfach im Endeffekt mehr raus aus den 15.000er Päckchen. Was haben wir hier? Flutlichtfies oder Fess. Flutlichtfetz. Fetz, Fies, Fetz, egal. Jedenfalls irgendwelche Leuchten für den All-Star. Okay. Sieht recht interessant aus, aber naja. Mr. Elektro, sehr gut. Ein beschwörbaren Zombot, sehr gut. Orangener Punk für den Schweißer, ein Waffendesign. Nice, nice. Was haben wir hier? Fettarme Eiscreme in Silber haben wir bekommen. Das habe ich allerdings schon in Normal gehabt, jetzt habe ich es auch in Silber. Stinkpilz mal 3, sehr schön. Und die Quad-Linsen. Okay, ja, wenn man halt Geld für 2 Brillen hat, warum sollte man sie nicht auch beide anziehen, ne? Ich meine, mache ich auch immer so. Ich trage ja standardmäßig auch mal 2 Brillen übereinander, damit ich auch was sehe. Klar. Gut, alles klar. Nächstes Päckchen. Ja, 500.000 Münzen. Das dauert wieder ein bisschen, bis wir das ausgegeben haben. Wenn ich überlege, wie lange wir fürs letzte Pack-Opening gebraucht haben. Das hat schon gedauert. Was haben wir hier? Den Robobrecher, einen Zombot zu beschwören. Mal 5 sogar direkt, das ist sehr gut. Oh, ein cooles Waffendesign für die, für den Archäologen. Roboter-Diamanten-Zersetzer. Okay, sieht recht interessant aus. Ein nettes Design. Muss ich mir mal nachher anschauen. Machen wir vielleicht auch nachher mal. Was haben wir hier? Aufgemalte Augen. Oder aufgemaltes Auge. Quasi einfach nur, ja, als Maske quasi einfach nur die Farbe in die Fresse. Okay, gut. Atome im Kopf. Achso, hier, da hat man hier so Atompünktchen auf dem Kopf gemalt gekriegt. Recht interessant, aber na oh gut. Hier sind auch sogar noch welche, sehe ich gerade. Na okay. Die sieht cool aus. Glänzende Sonnenbrille. Die sieht doch mal ganz nett aus. Ja, für den Super Brains ganz okay. Das in, mit dem kombiniert, aber ob das geht, weiß ich nicht. Ich denke mal wahrscheinlich eher nicht, weil das beides natürlich ein Brillendesign ist. Auch wenn das hier quasi nur auf die Haut geklatscht wird. Aber ich denke mal, das wird man nicht miteinander kombinieren können. Naja, okay. Und ein Krautholzschild. Sehr gut. Aber wieder nur mal 1. Sehr schade, dass man wirklich so vieles mal 1 immer kriegt. Das ist recht schade, wie ich finde. Naja, ich muss halt daran arbeiten, dass ich schnell wie möglich alles vollkriege, damit ich wieder jede Menge Einmal-Zombies kriege. Naja, gut. Regenbogen-Glitzer-Gold. Für die Sonnenblume habe ich auch schon in Normal gehabt. Jetzt habe ich sogar in Gold. Alles klar. Was haben wir hier? Vulkanischer Vaporisierer. Für den Paläontologen ein Waffendesign. Sieht sehr interessant aus. Mag ich jetzt schon. Das sieht sehr, sehr nett aus. Schönes Design. Werde ich wahrscheinlich auch direkt anlegen, wahrscheinlich. Will ich tippen. Was haben wir denn hier noch? Eulen-Sonnenbrille. Warum Eule?
Wieso Eule? Das verstehe ich nicht. Soll das eine Eule sein? Von vorne gesehen oder? Ich verstehe nicht, wieso Eulen Sonnenbrille. Sonnenbrille, okay, aber wieso Eulen Sonnenbrille? Na, ist egal, was soll's. Feldtarnung noch für den All-Star bekommen. Sehr schön. Auch recht gut aus. Und was haben wir hier noch? Einmal Zombie und einmal Kraut gekriegt. Sogar mal drei. Oh, nice. Sehr schön. Auch wenn die Krauts relativ schnell sterben. Oder das Kraut relativ schnell stirbt. Naja, was soll's. Was haben wir hier gekriegt? Ah, Hunger. Hungriger Hapok. Oder Hopak. Entschuldigung, Hopak. Eine Kiste für den, für die, Deadbeards. Sehr, sehr nice. Orange und Schwarz. Ein Waffendesign für den Taucher, den wir ja letztens hatten. Ja, auch sehr nice. Hummergestell für die Deadbeards, auch ganz okay. Aber naja, gut, da gibt es, glaube ich, Besseres. Na, was soll's. Einmal Zombies, auch mal sehr schön. Und hier, organische Weisheit in Gold. Das habe ich auch schon in Normal. Jetzt habe ich sogar in Gold. Naja, gut. Und Heilblumen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir kaufen aber trotzdem mal zwei, drei große Päckchen einfach mal. Kaufen wir mal ein Hirnpäckchen, ein großes. Muss man da wohl rauskriegen. Ach, guck mal hier, die Glühbirnenbart für den Deadbeard. Sieht recht interessant aus, aber ja, ist jetzt auch nicht der Bringer, würde ich fast sagen. Feines Violett, glaube ich, auch wieder für den Feuer-Deadbeard. Sieht zumindest so aus, würde ich behaupten. So, dann hier, Monsterbart in Silber für den Deadbeard. Wir haben viele Deadbeard-Sachen in diesem Pack dabei, sehe ich gerade, ja. Der Regenbogenbart für den Superbrands. Naja, okay, gut, müssen wir mal schauen. Dr. Halsam, mal 5 gekriegt, das ist sehr schön. Und die Schlafmaske, die habe ich letztens erst gesehen oder in dem Part von dem Citron. Das kann ich mich sogar noch erinnern, weil der relativ nah noch dran ist, weil der nämlich gestern war für mich. Da hatte jemand auch diese Schlafmaske auf. Ja, sehr cool, sehr, sehr schön. So, die Selbstwiederbelebung und wieder mal eins. Sehr gut, wir bewegen uns mal gerade ganz kurz, damit wir hier nicht wieder rausgeschmissen werden. Während eines Pack-Openings. So, weiter. Nächstes Päckchen. Wir haben noch jede Menge Zeug, was wir brauchen. Wir wollen irgendwann mal alles haben. Pink und pinker Punkt für den Dingens hier. Ihr wisst schon. Was, Glaswasser, Scheiße, Menschen. Klempner, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Sehr nett. Orbit-Augen in Silber für die Wissenschaftler. Okay. Drachenmäulchen mal 3, das ist sehr gut. Spitze Schlitze in Silber für die Kakteen. Habe ich leider auch schon normal, jetzt auch in Silber. Relativ schade. Kaputter Zaun für die Kakteen. Und MG-Roboter mal 3. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß, ihr habt schon längst bemerkt, ich ärgere mich immer darüber, wie ich silberne Sachen kriege. Liegt einfach daran, weil ich meistens die normalen Sachen schon habe und die dann nochmal in Silber kriege. Das ist ja quasi dasselbe Design, nur halt dann in Silber oder Gold. Darüber ärgere ich mich so leider so ein bisschen. Naja, ist ja egal. Setsch-Spritzer für den normalen Dingens hier. Sag schnell, für den normalen All-Star. Ein nettes Design, sieht ganz gut aus. Gucke ich mir nachher auch mal an. Was haben wir hier? Ah, mein erstes Waffendesign für den Tennis-Star. Topspin-Tiger. Ja, der sieht sehr cool aus. Vor allen Dingen hier, dass der Rasen mal nicht grün ist, sondern so, ja, wie kann man sagen, so braun ist. Sieht ganz cool aus. Nett, nett, nett. Mal gucken, wie der Rest der Waffe aussieht. Das kann man ja leider nicht wirklich gut erkennen. Bei den Orts das sowieso nie ganz, weil der Rest, der hier halt hier wäre, ist halt verbergt dadurch, ne? Ist halt recht schade. Na egal. Chip-Laser. Ja, okay. Für den Dingens hier so ein paar Chips in den Augen. Für den Ingenieur. Na gut. Erbsenwerfer. Was haben wir hier? Dünn und Dreier oder dünner Dreier. Gefällt mir sehr. Sieht sehr cool aus. Das werde ich bestimmt auch mal anziehen mit irgendeinem Deadbeard. Sieht nett aus. Und nochmal 3 Raketenroboter. Sehr, sehr schön. Ich freue mich manchmal schon, ich glaube, manchmal freue ich mich schon mehr über die einmal Zombies, wie über die Items, die ich kriege, habe ich so das Gefühl. So, was haben wir hier? Purpurknaller für den Explosiv, Dingensbums, wie heißt der nochmal, den Explosiv-Deadbeard da, den ich nicht so gerne spiele. Neonfläche für die, für den Golfstar, sieht sehr nett eigentlich aus. Warum, wie das wohl aussieht. Das Puppengesicht für den Ingenieur, auch okay. Finde ich, sieht nur ein bisschen creepy aus, wenn ich das so angucke. Flower Power in Silber für die Rose, sehr, sehr, sehr nett, sehr schön. Dr. Halsam und nochmal ein paar Schollen, aber beides mal wieder mal eins. Das ist recht schade, dass du echt nur mal eins kriegst. Das ist echt ein bisschen schade, wenn du mich fragst. So, immer noch 300.000 Münzen übrig. Wir finden einfach viel zu wenig. Oh cool, Walross in Diamant, nice. Belohnt Zombies mal 5, sehr gut.
silberner Handschlag für den kleinen Wicht. Ja, sehr cool. Es ist halt wirklich ärgerlich. Du kriegst halt wirklich, du kriegst neue Items und dann kriegst du die direkt in Silber oder in Gold oder in Platin oder in, keine Ahnung, noch irgendein wertvolles Metall oder sowas. Keine Ahnung. Naja. Die Notfallrollen für die, sehr cool, für die Erbse, Notfallrollen, sieht sehr cool aus. Zeitungszombie und mal eins wieder gekriegt, sehr schön. Ja, und dann war es doch schon wieder für das Pärchen. So schnell kann es gehen. Es ist einfach, die 15.000er Pärchen sind einfach am lohnenswertesten, weil da kriegst du 5 Items. Meistens immer 2 Beschwörungssachen und 4 Items. Das für 15.000. Wenn du dir jetzt ein 35.000er Pärchen holst, kriegst du ja nur 7 Items insgesamt raus. 2 Einmal-Zombies und 5 Items. Das lohnt einfach nicht. Da kriegst du im Grunde genommen einfach mehr, wenn du die 15.000er Päckchen holst. Ist einfach so. Ist meine Meinung. Ja, was haben wir hier? Vollgelb für einen Dingens. Sieht aus wie für den Gebirgsjäger, glaube ich. Könnte sein. Oder für den normalen Fußsoldaten auf jeden Fall. Na gut. Flammendes Ass für den Tennisstar. Sehr cool. Ein weiteres Waffendesign für den. Sehr, sehr nice. Football Protector für den All-Star. Recht interessant, zumal hier noch irgendwie was frei ist. So wirklich, also es ist kein wirklicher Football, den er da hat. Aber gut, okay. Die goldene Fliegerbrille. Auch nett. Sieht auch sehr nett eigentlich aus. Ja, und natürlich die einmal Zombies und einmal Töpfchen hier. Heilblume, sehr schön. Alles klar. Next one oder next lesson, please. Jetzt hier schon fast 10 Minuten dran. Ich habe immer noch gerade mal 200.000 Münzen ausgegeben. Das dauert echt ewig hier. Den Schädelritter für den Motocoster. Sehr nett. Ach du Schreck. Für die Sonnenblume eine neue Geste. Sehr, sehr nett. Blitzschild finde ich sehr schön immer. Den setze ich nämlich immer sehr, sehr gerne eigentlich für die Pflanzen hier. Die Ballonbrille für die Kakteen. Alles klar. Sehr cool. Du musst dann aufpassen, dass die Ballons nicht platzen bei den ganzen Stacheln, die sie hat. Also eigentlich relativ komisch. Na gut. Den Baby-Bot in Silber. Sehr gut, den habe ich nämlich auch in Normal schon. Jetzt habe ich ihn auch in Silber. Perfekt. Und den Raketenbohrer. Mal 3. Sehr gut. So, weiter geht's. Wenn wir jetzt so eins kaufen, dann haben wir... Ah, schade, passt nicht ganz, ne? Ah ja, egal, was soll's. Hätten wir wohl noch ein paar Münzen besser holen müssen, damit wir das hier genau hingekriegt hätten. Egal, was soll's. Siehst du, dann haben wir es nämlich schon. Siehst du, die Eulen, die silberne Eulensonnenbrille. Jetzt habe ich den nämlich schon in Silber. Gerade eben normal gezogen, jetzt habe ich den Silber. Naja, okay. Gelber Yorker für den Cricketstar, glaube ich, ist das, ne? Ja, müsste für den Cricketstar sein. Und natürlich hier die Unheilpilze. Sehr schön, mal 5. Was haben wir hier? Den Kleberbart für den normalen Wissenschaftler oder für die Wissenschaftler. Nice, nice. Megamelonen für die Kakteen. Sieht ganz cool eigentlich aus, wenn ihr mich fragt. Ich finde, das sieht eigentlich sehr cool aus. Ja, cool, wenn es davon ein ganzes Set geben würde, wo die Kakteen dann irgendwie ganz rot ist und dann hast du hier an den Armen hast auch noch so Melonen oder sowas. Das finde ich cool. Das wäre nice. Fliegengitter-Zombie, mal 3. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geht sogar gleich noch ein Pflanzenpack kaufen. Ich habe ja gesagt, ich gehe noch ein, zwei große holen, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Die Explobots oder ein Explobotter für die Zombies. Sehr schön. Ein Waffendesign für den Himmelskämpfer. Sehr, sehr nice. Sehr cool. Zombie-infiziert. Sieht sehr cool aus. Gefällt mir. Das ist ein schönes Waffendesign. Was haben wir denn hier? Den Kopfdreher. Oh, für die Rose. Oh, guck mal hier. Da schwenkt sie ihren Kopf. Nice, nett, nett. Nice, nice. Was haben wir hier? Die essbare Maske. Das scheint wohl Schokolade zu sein. Auch ganz coole. Auch eine ganz coole Idee, eigentlich, wenn du mich fragst. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Blattschildkraut haben wir hier bekommen. Mal 3. Sehr, sehr gut. Die Hypno-Sonnenbrille noch für die Ingenieure. Auch sehr nett. Ja, und am coolsten finde ich eigentlich jetzt das Item hier. Das sieht sehr cool aus. Muss ich mal angucken, die Geste, wie die wohl ist. Sowieso schade, dass du nur 3 Gesten machen kannst mittlerweile. Ist echt schade, so ein bisschen. Naja, egal, was soll's. So, gehen wir uns noch hier die, das große Päckchen holen. Oh, cool. Coole Brille. Sehe ich da gerade. Was haben wir hier? Schnappusaurus Silber. Die habe ich ja schon in normal. Jetzt habe ich sie auch in Silber. Ja, sauber. Keilvisier für den Zitronen. Nett, nett. Pusteblumenkraut. Nice. Und was haben wir hier? Brokkoli-Afro für den Dingens, für den Colonel Korn. Na, nice, sogar mit einer Gabel drin, den kannst du gar anfangen zu essen. Nice, nice. Blattschildkraut noch gekriegt, sehr gut. Ich habe diesmal, ah ne doch, ich habe doch 2 Beschwörungszombies gekriegt. Ah, okay, egal. Kampfkonserve in Silber, alles klar. Und Brille der Ehrfurcht. Ja, die ist cool, die Brille, die habe ich schon oft gesehen bei ein paar Rosen. Sehr nett, finde ich, passt recht gut zur Eisrose, finde ich, wenn er mich fragt. Sehr schön. Weiter geht's mit den 15.000er Päckchen. Die bringen einfach, wie ich schon erwähnt hatte, am allermeisten. Ist einfach so. Was haben wir hier? Den Aquapunkt für den Lil Drake. Ein Waffendesign. Sehr nett.
Neon-Schild in Silber, weiße Tacos in Silber, Hinterhaltrobot für die Zombies, sehr schön. Überpreller in Gold und noch ein Gerbse. Cool, ich habe alles nur, was ich schon hatte, in Gold gekriegt. Sehr gut. Und halt ein Waffendesign. Ja. Das war mal ein Päckchen, wa? Würde ich sagen. Nächstes Päckchen. Ach, geht das schön. Wie schön viel du kriegst einfach. Break it down für die Erbse. Eine Geste. Sehr nett. Baumrinde für den Landschaftsformer. Ein Waffendesign. Sehr nett. Giftleuchtpilz, ja, auch cool. Oh, ich mag die Leuchtpilze, die sind sehr cool. Hypnosonbrille in Silber. Und Herr Offizier in Gold noch gekriegt. Alles klar. Und noch ein MG-Roboter. Perfekt, so muss das sein. Immer her mit den Beschwörungszombies und Zombots. Kann man immer gebrauchen. Sag mal hier, Neongelb für den normalen Ingenieur. Ein Waffendesign, sehr nett. Oh, ein Waffendesign für den Panzerkommandanten. Festliche Streifen. Sehr cool. Ja, nett. Bio-Aug in Silber hatte ich leider auch schon. Jetzt habe ich es auch in Silber. Schade eigentlich. Die Gelderbse. Cool, ey. Es gibt auch jetzt so richtig viel Geld auch sowas, sehe ich. Ich habe auch irgendwo, in irgendeinem Design habe ich auch Geldscheine. Ich glaube, das ist so, habe ich für einen All-Star gewesen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt auch Geldscheine. Das scheint wohl auch so ein Ding zu sein, was du jetzt für jeden Charakter irgendwie kriegen kannst. Naja. Pylon-Zombie und Erbsenwerfer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was haben wir jetzt noch? Extraordinäres Päckchen. Nochmal kaufen. Weiter geht's hier. Wir wollen jede Menge Päckchen kaufen. Okay, das meiste habe ich alles schon, außer die Waffendesigns. Was heißt das meiste? Die zwei habe ich schon. Ne, Gieß habe ich noch gar nicht. Stimmt, Gieße sind noch normal. Ha, cool. Für die Erbse. So, ja, so eine Gießkanne. Nett, nett. Purpurphaton. Egal. Für den Chemiker auf jeden Fall. Purpurphaton? Wett? Egal. Was soll's? Aber hier noch die Haitan für den. Oh, cool. Das erste Waffendesign für den Captain Haifischzahn. Cool. Nice, nice. Da freue ich mich drauf. Das ist schön. Ja, die Klatschkappe in Silber habe ich. Die Klatschkappe habe ich schon. Finde ich sehr schade, dass ich jetzt auch noch in Silber gekriegt habe. Naja, gut. Was soll's? Damit finden wir uns schon ab irgendwie. Machen wir weiter. Ich will ein gleichmäßiges Tempo haben, damit wir nicht allzu lange noch brauchen. Was haben wir hier? Komische Performance. Für den normalen Wissenschaftler müsste das sein. Das müsste für den normalen Wissenschaftler sein. Ja, ich meine schon. Sieht ein bisschen tronmäßig aus, ne? Hier das Design, finde ich. Sieht so ein bisschen tronmäßig aus. Nett, nett. Ja, cool. Springen und Knuffen für die... Knuffen, da muss ich direkt an Puftel denken. Knuffen für die Sonnenbrille, sehr cool. Goldene Piratenstatue, ja, auch sehr nett. Pfannkuchenbrille in Diamant, ja gut, lässt sich drüber streiten. Mr. Elektro und MG-Erbse, sehr gut, perfekt. Weiter geht's. Noch 50.000 Münzen, das heißt noch 15 Päckchen, dann haben wir es geschafft. Dann noch 10 Päckchen haben wir es geschafft. Oh cool, der Robohund für den normalen, also für den Imp. Sehr cool, das gefällt mir. Das sieht sehr nice aus, das werde ich bestimmt auch mal anziehen. Was haben wir hier noch? Vernietet und Orange für den normalen Ingenieur ein Waffendesign. Nett, nett. Zwei Barzylinder. Aha, wieso zwei Bar? Check ich nicht ganz, aber egal, was soll's. Schnurrbarthaare in Diamant für den kleinen Imp. Und noch Hinterhaltrobot und Kraut bekommen. Ja, die sterben halt sehr schnell. Dann Kraut ist wirklich ein Schuss tot meistens. Naja, was soll's. Next lesson, please. Give me more. Kalvisier in Silber, alles klar. Farbspritzer für den normalen Ingenieur. Ein Waffendesign wieder. Zeit für Narren, sehr nett. Für den Imp, sehr cool. Rektangulierer für die Sonnenblume in Silber sogar. Ich allerdings auch schon, das trägt ja meine Vampirlunge, trägt das ja noch. Hinterhaltrobot für die Zombies wieder ein Beschwörungsding und hier Kürbiskraut auch wieder dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gib mir mehr Beschwörungszombies und einmal Hilfen. Need more. Was haben wir hier? Schokolade und Beeren. Ha, cool, für den Schnapper. So ein Schokoladen- und, ja, kannst du sagen, Erdbeeren-Maul. Sieht sehr cool eigentlich aus. Tarnmuster für den General Supremo, auch nice, sehr gut. Dunkle Klauenmale, okay, ja, gut, stimmt. Klauenmale, ja, ein Mal, ja, Entschuldigung, dunkle Klauenmale, Entschuldigung, ich war gerade Hirnabwesend, wie ich so oft bin. Na, egal,
Entspannende Schlafmaske. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil hier die Löcher drin sind. Da kannst du voll gut mit pennen. Naja, egal. Doktorhalsam und MG hast du noch gekriegt. Sehr gut. Das Ganze mal drei beides. Das ist sehr gut. Alles klar. Next, please. Hier sind es nicht mehr. Wir haben es gleich geschafft, auf jeden Fall wieder. Das hört sich gerade so an, als wenn es jetzt voll die Tortur immer wäre. Aber gut, das Video geht schon wieder schon 20 Minuten. Ne? Also ich meine, das ist schon ein hartes Stück Arbeit hier, ne? Egal. Mumifizierte Batterieblaster für den Archäologen ein Waffendesign. Hin und her für den Oldster ein Geste. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Goldene Wissenschaftlerstatue. Das sieht mir fast schon aus wie der Dr. Chester, wenn ich das so hier sehe. Wenn ich das hier sehe, erinnert mich das an Dr. Chester. Aber gut, gucken wir mal. Vielleicht benutzen wir die gleich mal oder so. Quatschbindende Edelsteine. Okay, jetzt habe ich diese Binde. Bereits fünfmal habe ich diese Binde jetzt. Ohne Scheiß. Ich habe die in Gold, in Silber, in Normal, in Diamant. Und jetzt habe ich die auch noch in Quatschbinde Edelstein. What the fuck? Ey, wie viele Farben kriegst du denn noch, diese scheiß Quatschbinde? Die zieht doch keine Sau an. Ich zieh die zumindest nicht an, weil da kann ich mich keinen Hut mehr anziehen. Total bekloppt. Na egal. Fliegengitter-Zombie und die MG-Erbse. Sehr schön. Alles klar. Ja, mit der Maske, das ist ein bisschen blöde, irgendwie, mit der Augenbinde. Naja, egal, was soll's. Holzfäller für den Mechaniker. Ein Waffendesign. Den muss ich übrigens auch mal wieder spielen. Den habe ich auch länger nicht mehr gespielt. Den Mechaniker, vor allen Dingen, hat er auch noch so viel kein einziges Level. Egal. Terrormäßige Tentakel in Silber für die Schnapper. MGS mal 5, sehr gut. Augennotiz. Okay, für die Fußsoldaten, sehr cool. Und hier, der dicke Handgriff. Sehr cool, das sieht nice aus. Für die Zombies, das gefällt mir, sieht sehr nice aus. Und was haben wir hier noch? Den Broboboxer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne, wir wollen die kaufen, bitte. We need this Päckchen. Das Päckchen, wir erledigen. Sag mal hier, Robogrill für den Allstar. Was ist jetzt passiert? Bin ich bestimmt wieder zu lange AFK gewesen und bin wieder rausgeflogen. Das finde ich sehr, sehr schade, dass man wirklich, wenn man nur rumsteht und Packs am Öffnen ist, dass man rausfliegt. Naja, egal. Wir machen zumindest einen ganz, ganz kurzen Cut, bis wir wieder im Game drin sind. Tut mir leid, dass wir mal wieder rausgeflogen sind, was ich immer sehr, sehr beschissen finde. So, dann wären wir wieder. Mein Gott, wieder mal wieder rausgeflogen. Fand ich jetzt sehr nett. Kann man eigentlich sein zuletzt geöffnetes Pack sich nochmal angucken. Ah, da haben wir es nämlich noch. Wir hatten das nämlich noch nicht geöffnet hier. Den Robogrill haben wir gekriegt. Für den Allstar. Sehr nett. Bronzedelfin. Cool für den Meeresbiologen. Ein Waffendesign. Sehr nett. Flankzombies bekommen. Und hier, was haben wir hier? Langohren für die Wissenschaftler. Nett, nett. Pilzzauberei in Silber und noch den Pak Choi mal eins. Sehr gut. So, nicht mehr viele. Viele haben wir nicht mehr. Oh, ein Waffendesign für den Z4-Armbrustschützen. Z3, Entschuldigung, Z3-Armbrustschützen. Was haben wir hier? Toxichlorierer. Entschuldigung. Mein Gott, schwieriges Wort. Für den Dr. Giftig, ein Waffendesign, sehr nett. Exploder mal 5, das ist sehr nice. Den Verlauf für den Z3-Armbrustschützen, sehr nett. Für den Superkommando, nice, nice. Giftleuchtpilz mal 3, sehr schön. Und die Morgendusche für die Kaktier. Nice, nice. Dickes W in Silber noch für den Oddstar. Oddstar für den Ingenieur. Alles klar. So, wie viel sind es noch? Ich glaube, noch drei Päckchen müssten es noch sein. Dann ist eh Ende. Was haben wir hier? Fortunas Flammen. Oh, nice. Das ist ein geiler Hut für die Rosen. Nice, nice. Sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Blaublitz für den Physiker. Nett, nett. Tube Manchu, den Diamant für den Allstar. Ich erkenne nur noch nicht wirklich, was der Diamant sein soll. Na gut. Erstmal einfach mal 5. Zickzack für den Superbrains noch gekriegt. Und Dr. Heilsam. Nice. So, viel gesagt, ist nicht mehr. Haben es gleich quasi geschafft. Oh, nice. Erstmal hier kühles Blau für den Little Drag. Ein Waffendesign mal wieder. Und dann hier. Sauber. Cyberblende. Für den Zitron. Sieht sehr nice aus, wenn ihr mich fragt. Werde ich wahrscheinlich auch mit einem Zitron anziehen. Wahrscheinlich mit dem Elektro-Zitron, weil das passt am besten. Was haben wir noch hier? Winzige Zähnchen, quasi ein süßes Mäulchen für den Schnapper. Finde ich, sieht sehr nett aus. Ja, cool.
Das haben wir hier, Vogelhaus-Ablenkung für die Kakteen. Ja, wird fast nicht auffallen, wenn da die Kakteen nicht noch daneben wäre. Hier, ne? Wird fast nicht auffallen. Na gut. MG-Roboter und Terrakotta-Kraut. Sehr schön. So, next lesson, please. Come on. Let's do this. Auspuffbrille. Cool. So eine Auspuffbrille, ja. Dieses Auspuffdesign gibt es auch wieder für andere Charaktere. Da haben sie sich wohl auch was überlegt, mit so Auspuffrohren und sowas was zu machen. Sieht auch sehr nett aus. Ich hoffe, davon gibt es auch ein komplettes Design irgendwie. Das hoffe ich ja so gut wie bei allem, weißt du, dass man sich mal wirklich in Sets anziehen kann. Naja, egal. Schwarze Mamba Blaster für den normalen Wissenschaftler. Cool, ein Waffendesign. Heilkraut. Der Partyhut für den normalen oder für die Fußsoldaten. Nice, nice. Langer Backenbart in Silber und nochmal Dr. Halsam mal 3. Sehr schön. Und das letzte Päckchen, was wir heute öffnen, da ist es. Gucken, was wir da noch drin haben. Vielleicht nochmal was Legendäres, das wäre nice, aber scheinbar nicht mehr. Aber zumindest haben wir was anderes nämlich gekriegt, das sehe ich jetzt gleich. Und zwar erstmal Dreher und Stecken. Drehen und Stecken, Entschuldigung, für den Wicht und so. Dann haben wir hier noch für den Cricket Star ein Gestener Rutscher. Okay. Gestener Rutscher? Gestenter. Ah, egal. Hier, das haben wir nämlich gekriegt. Und zwar Leuchtstreifen für den Eiszitron. Cool. Ein Design für den Ball. Nämlich. Nice. Mr. Husti mal 1, Doppel-X in Silber und nochmal Pak Choi. Ja, wir haben es geschafft. Ein Wunder. Wir sind endlich mal durch mit dem Pack-Opening hier. Wir springen mal gerade ganz fix hier in die Dingens rein. Möchte direkt mal ausprobieren. Und zwar hier für die Partyrose aussehen. Möchte nämlich direkt mal gucken hier. Da, guck mal, das nämlich. Das sieht ziemlich cool aus, wenn ihr mich fragt. Guck mal, das dazu. Und dann noch vielleicht bei den Augen. Können wir dann was Anständiges vielleicht machen? Ah, das sieht nicht aus, ne? Mensch. Das ist der normal. Auch normal sieht das gut aus, ne? Ja, gefällt mir. Sieht gut aus. Kann man so lassen. Hier noch was Passenderes. Partyrose ist der normale Stab. Das. Ne, das sieht nicht aus. Das sieht auch nicht aus. Ne, gefällt mir nicht. Mit dem Häschen, nein. Das sieht nicht aus. Ah, Flower Power passt bis jetzt am besten, finde ich. Oder normal. Ne, komm, ich nehme Flower Power. Das sieht am besten eigentlich aus. Das lassen wir so. Ach ja, und ich habe ja noch. Stimmt, ich habe auch noch ein Dingens hier hinten. Da könnten wir eigentlich das Galaxy nehmen. Das sieht eigentlich am besten aus. Ja, das gefällt mir. Das kann eine Rose gerne aussehen. Das sieht sehr cool aus. So, was haben wir noch gekriegt? Wir haben noch ein bisschen was für den Elektro-Zitron gekriegt. Da kann ich nämlich hier beim Aussehen. Ja, das ist wieder umgezogen für das Bild, was ich gemacht habe. Für das Thumbnail ist das umgezogen. Moment, wir hatten ja hier. Hatte lange Zeit das hier drin, aber ich das sehr, sehr cool finde. Kann man das eigentlich. Ah, ne, das geht natürlich nicht. Schade. Das kann man nicht miteinander kombinieren. Dann machen wir halt einfach das hier rein. Pass auf. Wir haben nämlich. Letztens haben wir das reingemacht. Das sah sehr cool aus. Das passt so ein bisschen, finde ich. Und dann haben wir hier, können wir die Cyberbinde anziehen. Das sieht doch mal cool aus, oder? Und dazu theoretisch dann noch als Bart können wir da noch nehmen. Ja. Kennzeichen 0. Eigentlich passt das, finde ich, ganz gut. Ja, hier haben wir leider noch keine Tattoos. Sehr, sehr schade eigentlich. Ja, nett. Können wir so lassen. Dann gehen wir mal ganz, ganz kurz rüber. Und zwar, ich wollte mal eben beim Wicht. Ich glaube, ich nehme den Z7-Imp mal. Wollte ich hier nämlich. Und zwar hier diese Brille, die ich eben bekommen habe. Die wollte ich nehmen. Moment, nee, nicht Bärte. Accessories will ich haben. Genau, warte mal. Moment, hier. Diese fettgeile Brille, die ich eben gezogen habe. Da ist sie doch. Sieht nämlich nice aus, finde ich. Und dann dazu vielleicht noch Bart. Vielleicht den noch. Wobei, das sieht nicht so gut aus. Goldenes Schnurrbart, nee, auch nicht. Ja, dazu passt nichts wirklich, ne? Oder den Halsbart könnten wir eigentlich nehmen. Der sieht ganz cool eigentlich aus. Oder die fetten Lippen. Außer Bandana ist auch ganz cool eigentlich, ne? Ja, oder den halt, ne? Aber so richtig passend tut es auch nicht. Aber was ist, wenn wir das nehmen? Vielleicht noch einen anderen Helm dazu nehmen. Können wir den Z7? Ne, können wir nicht nehmen. Scheiße. Oh yeah, schnittig. Das könnte man eigentlich auch nehmen, ne?
gucken. Ja, es geht alles nicht. Na, passt alles nicht. Ansonsten wäre halt der hier, ne? Der Sicherheitshelm. Der ist der einzige, der anständig passen würde. Oder die Schmalzlocke. Und wir nehmen die Schmalzlocke einfach. Die ist auch ganz cool. Genau. So, dann wollen wir noch einen verändern. Komm, wir verändern noch einen hier. Und zwar... Ich will noch eben bei dem hier, will ich noch das Waffendesign anpassen. Ich endlich ein Waffendesign für den habe, für den Kerl. Eigentlich das erste Waffendesign hier mal verändern, hier das Ding. Und sonst sieht der ganz cool eigentlich aus. Ich lasse den auch so, wahrscheinlich. Hut habe ich ja, glaube ich, keinen neuen gezogen. Nee, habe ich leider nicht. Nee, nee. Wir machen jetzt die halbe Stunde auf jeden Fall noch voll, würde ich sagen. Wissenschaftler. Komm, hier was auf, stimmt, noch Little Drake. Noch gerade eben nochmal eben das Waffendesign verändern. Was haben wir denn da? Weil das sieht eigentlich am besten aus, ne? Schuppig? Ah, ich lasse Schuppig drin. Das sieht eigentlich am besten aus. Gefällt mir so quasi am allerbesten. Gucken, haben wir hier mal auch den... Genau, den könnten wir eigentlich mal den Superkommando mal anpassen, oder? Er sieht mir noch zu normal aus. Aussehen. Ach, ich habe schon mehrere, das ich ja gerade erst... Lol, ist mir noch nie aufgefallen, dass ich schon solche Waffendesigns für den habe. Okay, nehmen wir mal industriell. Hier haben wir nix. Hier können wir mal den dicken Handgriff mal nehmen. Der sieht ganz cool aus, weil wenn ich die Haare nämlich so lasse, passt das ganz gut. Ja, nice. Weiblicher, voll der weibliche Touch und so. Bei Science the Helm, der neben dem hier noch einigermaßen gut aussieht. Na, ist anders irgendwie nur so Quatsch irgendwie. Ja, komm, dann lass ich das Normale drinne. Das sieht wenigstens noch nach was aus, würde ich sagen. Das sieht so eigentlich ganz cool aus. Aber das passt einfach dazu. Der Bart passt zu den Haaren. Das sieht ganz nice aus. Dann lass mal noch eben hier den normalen Oldstyle noch verändern, weil der sieht nämlich scheiße aus, wenn du mich fragst. Ne, sagt mir alles nicht so zu. Hier, die Doppelbrille können wir ja nehmen. Und dazu dann noch, gucken wir mal... Ja, lassen wir die Klatschkappe drinne. Hier noch irgendwie ein Dingens, das wir nehmen können. Nee. Nee, warte mal. Das sah eigentlich ganz gut aus. Eins ist, was einigermaßen normal ist. Das ist nochmal ein Silber. Nee, der sieht nicht aus. Nee, komm, dann nehmen wir einfach den hier. Zahnprothese in Silber. Das sieht ganz gut aus. Was haben wir dann hier noch? Ich glaube, davon brauchen wir nichts. Ne, das lassen wir so. Und Waffendesign können wir noch verändern. Genau, mal gucken hier. Das sieht sehr nett aus. Was haben wir dann hier noch? Oh, das sieht auch ganz cool eigentlich aus. Und den Z-Spritzer. Ne, ich nehme das Leder-Football-Design. Das sieht jetzt am coolsten irgendwie aus. Das gefällt mir. So, ja, dann haben wir jetzt ein bisschen was verändert hier an Charakteren noch in dem Pack-Opening. Wollt ihr auch immer haben. Habe ich schon öfters gelesen. Ah, zieh doch mal ein paar Klassen noch wenigstens um. Habe ich jetzt mal gemacht. Und ja, würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von PvZ Garden Warfare 2 wieder. Also zum nächsten Pack-Opening mache ich natürlich. Entschuldigung. Bis zum nächsten Pack-Opening. Tschüss.